Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Emir. Und heute mit einer kleinen Erkenntnis. Denn ich habe ja immer so gesagt, oh, die Population, also unsere Bevölkerung, wächst nicht mehr bis zu einem bestimmten Punkt. Und da kann ich nur sagen, ja, das liegt wohl daran, dass wir nicht noch mehr Nahrung anbieten zurzeit. Also wir haben, das habt ihr auch geschrieben, wir haben so eine Art Maximum an Nahrung, die wir anbieten. Können zum Beispiel hier jetzt sagen, wir wechseln jetzt auf Apples. Und öffnen den. Gucken, wann der erste reinploppt. Und die Möglichkeit, das in den Griff zu kriegen, ist, dass wir unsere Produktion auslagern. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich lagere die komplette Holzproduktion nach Torhox aus, haben wir hier wieder dann Platz für Truppen zum Beispiel. Das heißt aber wiederum, wir müssen echt immer wieder die Produktion nach Torhox bringen. Wir kommen auf 4-3, das heißt rein theoretisch könnten wir es wirklich so machen, dass wir als einige Gebäude einfach nur stilllegen. So zum Beispiel diese ganzen nahen Holzfäller. Wo ist hier der andere? Wir hatten hier, glaube ich, auch noch irgendwo einen. Bin mir gar nicht mal mehr so sicher, wo. Oder haben wir den schon abgerissen? Sehen gerade nicht. Aber hier ist noch einer, das weiß ich auch. 2-7. Hier war einer, genau. Stilllegen. War das hier auch ein Holzfäller? Ja, stilllegen. Noch 1-1. Wir haben 9. Machen das jetzt auch. Wir legen jetzt alle still. Und verlagern die Holzproduktion komplett nach Torhox. Wir können die natürlich hier auch wieder reaktivieren. Aber das machen wir jetzt erstmal nicht. Ich versuche es hinzukriegen. Wir brauchen Holz für die Holzkohleproduktion da unten. Das heißt, wir können vielleicht einfach auch sagen, wir produzieren jetzt viel mehr Holzkohle. So. Hier dürfte jetzt eigentlich nur noch einer. Irgendwo ist noch ein Holzfäller, der produziert. Irgendwo ist noch einer. Ich bin der Meinung, hier war früher einer. Kann natürlich auch sein, dass ich mich da mega täusche. Was wir hier jetzt anwerfen, es müsste eigentlich die Clay-Produktion, die müssten wir eigentlich steigern für unten. Denn aus Lehm können wir, ja, das machen wir. Lehm produzieren wir hier. So, irgendwo ist noch ein Holzfäller. Das ist das Blöde, also ich kann jetzt nicht anklicken, zeige mir meine Holzfäller. Ich dachte eigentlich, ich hätte hier einen gehabt, in diesem Umkreis. Nee. Oder zeigt es jetzt nicht mehr, weil ich die deaktiviert habe. Ja. Die Stufe 2 kostet 2 Äxte. Und es geht jetzt nicht um die Battle Axes, sondern um richtige Äxte. Produktionsäxte. Na gut, okay, den finde ich jetzt gerade nicht. Hier oben war der. Ha. Ich habe eine Idee. Rein theoretisch müsste er ihn mir ja rot umranden. Hier? Nee. Da. Plopp. Komplett deaktiviert. So, das heißt, wir konzentrieren uns jetzt auf die Produktion unten. Zeitgleich müssen wir schauen. Der Händler ist ja jetzt hier drin. Das heißt, die Äpfel sinken jetzt und die Karotten auch um einen bestimmten Wert. Karotten haben jetzt den Wert des Fleisches erreicht. Das heißt, wir produzieren ja derzeit mehr Fleisch. Bedeutet wiederum, wir warten jetzt kurz ab. Wir können immer so springen mit der Produktion. Das heißt, wir können auf jeden Fall die Fleischproduktion komplett steigern. Anmachen, dass die jetzt hier jeweils immer 2 Leute annehmen. Dann springt unser Kuhwachstum, glaube ich, auf 0. Wenn die da drin sind. Da sind 2 drin und hier sind 2 drin. Fleisch 4,9 und Kuh 0, oder? Wo sind sie da? 0,5. Hm? Minus 1,3? Das kann es ja eigentlich gar nicht sein. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6. 1,6 müsste eigentlich Minus sein. Und selbst dann haben wir noch leichtes Plus. Okay. Fleischproduktion steigt stark. Karotten warten wir noch kurz. So. Wir haben jetzt hier auch ein paar inaktive. 15, um genau zu sein. Die können wir einerseits
in unsere Bogenschützen packen. 7 Stück. Haben wir hier wieder 10. Haben wir hier 20. Hier haben wir auch nochmal 7. Gehen wir mal auf unsere strategische Übersicht. So. Soweit ist das gut. Was wir machen können, damit die hier nicht attackiert werden, ist, dass wir hier nochmal... Oh, wir haben kein Holz mehr. Seht ihr, jetzt kommt das Problem. Jetzt haben wir nämlich kein Holz mehr. Das heißt, wir brauchen in Tohox viel mehr Holzproduktion. Wie viel Holz haben wir denn gerade zur Auswahl, was wir mitnehmen können zum Beispiel? Oh ja, viel. Bringen wir jetzt alles rüber. Also, fast alles. Holz- und Holzkohleproduktion komplett auslagern. So kommen wir auf jeden Fall zu dem Punkt, dass wir hier in der Ortschaft auch mehr Leute ran schaffen. Also eine Armee haben, Produktion auslagern. Das machen wir dann am besten auch noch vielleicht dann später, wenn wir eine dritte Siedlung haben mit den Flints. Und hier steigern wir natürlich gleich die Holzproduktion. Und es ist ganz viel Holz jetzt wieder in Schweinfurt. Das muss man dann immer mal machen, bis man einen durchgehenden Handel aktivieren kann. Um hier Holzfäller zu bauen, brauchen wir einerseits Hämmer, Leder, Holz, Arbeitskraft. Gucken wir mal kurz, wie viel Hämmer haben sie genug. Holz produzieren sie selbst. Leder, Leather, haben wir nämlich gar nicht. Bevor ich da reinspringe, hole ich jetzt erstmal Leder aus Schweinfurt, denn da ist jetzt eine starke Leder- und Fleischproduktion. Leather, 15, bam. Bin der Meinung, das brauchen wir auch für die Häuser, ist ja klar. Und für den Holzfäller. So, wie viele Arbeitslose haben wir in Tohox? Also Arbeitswillige, nicht Arbeitslose, Arbeitswillige. Mal gucken. Drei. Das heißt, ein Holzfäller können wir hier schon mal wieder dazu setzen. Haben wir hier schon einige, hier auch überall. Wir können eigentlich... Boah, wir haben viel Holz hier, also das geht schon klar. Könnten hier einbauen. Und bis der nächste Arbeitswillige kommt, können wir hier auch den nächsten noch setzen. So. Und ich verbinde das jetzt einfach, weil ich da Lust zu habe. So richtig Anno-mäßig verbinden wir das jetzt hier mit den Wegen. Weil es wird auch gemunkelt, dass man positive Effekte erzielt. Oh. Seht ihr, jetzt kommen hier die ersten gegnerischen... Ah, Problem. Haben wir Ressourcen, die... die wir jetzt retten wollen? Auf jeden Fall möchte ich die Nahrung retten. Kann sein, dass die trotzdem das hier oben anlaufen gleich. Und wenn, dann holen wir halt Nachschub vom Hauptdorf. Dann muss halt wieder Wachstum her. Fleisch noch. Holzkohle und so, das ist eigentlich irrelevant. So. Die sind in der Defensive Zone. Wir können sie jetzt gar nicht auffüllen. Außer mit Zivilen.
Nee, können wir gar nicht mehr. Bögen auch nicht. Nur Rock Thrower, 10 Stück. Ich habe nur Angst, dass das jetzt zeitlich nicht geht. Weil wir ganz schnell sind. Hat das noch geklappt? Ich hoffe. Ja, das sind viele. Ich glaube, die kommen von rechts angelaufen. Das ist natürlich für diese Ortschaft immer hammerhart, wenn die hier angegriffen werden und wir noch nicht die Verteidigung aufgebaut haben. Wie viele kommen? 90. Abnormal. Das schaffen sie nicht, wenn wir 20 Fernkämpfer haben. Aber vielleicht können wir ein bisschen was kaputt machen. Vielleicht laufen auch nicht alle an das Fort. Das beobachten wir jetzt einfach mal. Notfalls dann verlieren wir die halt, dann ist es so. Aber wir sind wenigstens so, dass wir sagen können, wir führen dann nach. Also notfalls holen wir Truppen aus Schweinfurt, also Arbeitslose aus Schweinfurt, die dann hier runterkommen und das hier auffüllen. Ich hoffe, dass sie das jetzt nicht ansteuern, sondern dass sie das hier oben ansteuern. Dass sie hier vielleicht ein bisschen Holzkohle mitnehmen. Aber die Lager hier sind nicht so voll. Auch hier haben wir auch sehr viel Steine. Langer Weg, den sie zurücklegen. Vielleicht kommt ja eine Truppe, die hier unten rein wird, die wird dann niedergemäht von unseren Fernkämpfern. Das wäre schön. Klingt jetzt fies, aber das wäre wirklich schön. Abwehrtürme könnten wir eigentlich auch mal bauen. Den ganzen Weg. Wenn die immer von hier kommen, können wir hiermit anfangen. Dann können wir hier einen ganzen Abwehrturmweg durchziehen. Das wäre eine Idee. Und da die hier durchkommen, gibt es einzelne Wege, die sie nur hochgehen können. Das heißt, wir können hier auch überall Mauern ziehen, aber dann laufen die umrum. Oh ja, ich glaube, es klappt. Die gehen jetzt hier oben links hin und die laufen hier runter. Oh, das wird jetzt spannend. Gucken, ob unsere Fernkämpfer der Sache gewachsen sind. Und ob die Mauer auch so ausreicht. Ansonsten, dass die da hingehen und dann wieder runterlaufen. Wir akzeptieren auf jeden Fall nicht die Niederlage, wenn das hier jetzt steht. Dann verlieren wir über 100 Risse. Oh, 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 jetzt sind es 3. Oh, oh, jetzt wird's problematisch. Wie fies von euch. Oh, das schaffen sie nicht. Ich denke, da wird die Mauer vorher fallen. Und die verlieren halt auch zu wenig. Oh oh. Oh, die verlieren jetzt kaum noch. Oh, die ziehen sich zurück. Vielleicht überleben wir es doch. Und verlieren so wenig Truppen wie möglich. Vielleicht nur 3, 4 verloren. Das wäre top. Ich glaube, dem ist es auch so. Da haben doch einige verloren hier. Das haben sie gut abgewehrt. Ihre eigenen sind hier schon zurück. Die sind hier hin und haben ja ein bisschen was mitgenommen. Die unten haben nichts mitgenommen. Das ist das Positive. Oder sind die hier rein und haben hier doch was geklaut? Könnte natürlich sein, dass sie Steine mitgenommen haben. Das müsste noch in der Übersicht erklärt werden. Was wurde geklaut? Das ist noch wichtig. So, die sind schon angekommen und warten jetzt auf ihre Nachzügler. Ich finde, dafür, dass wir da nur Steinwerfer drin haben, die ja wirklich nichts können, und ein paar Javelins, die wir nachführen müssen aus Schweinfurt, war das gut. Ist nichts abgebrannt, nichts zerstört, Holzproduktion läuft. Und jetzt jubeln die kurz, drehen sich im Kreis. Na los. Jetzt freuen sie sich. Oder auch nicht. So, okay. Die Info ist, dass wir 3 verloren haben.
Die haben 29 verloren. Ja. Ja, und so viele Ressourcen haben sie eigentlich auch nicht mitgenommen. Wir haben 3 verloren. 17 haben wir hier. Die Rockthrower, die disbanden wir wieder. Die können wieder weiterarbeiten. Und Javelins müssen wir nachträglich reinforcen. Kann ich hier vielleicht sogar Waffen produzieren? Ach, die haben uns die Hämmer geklaut. War wie ungünstig. Die drehen sich hier im Kreis. Gut, dann müssen wir ein bisschen warten, bis Hämmer da sind. Die Hammerproduktion. Oh, wir könnten die Hammerproduktion sogar schon auf Level 2 setzen. Das wäre natürlich. Das geht aber leider nicht mit unseren anderen Produktionsgebäuden wie Flints. Finde ich immer noch super schade. Fragt sich, wie der Produktionsunterschied ist, wenn der jetzt auf Stufe 2, dann ist er ein Blacksmith sogar, also er wird als Schmied betitelt. Dauert 9 Minuten. Dann bin ich mal gespannt, wie viel Hämmer er herstellen kann aus den vorgegebenen Ressourcen oder ob er andere verwenden kann. Ich kann sogar Steine benutzen. Was ist denn das? Hier ist aber ein kleiner Fehler gerade gewesen. Mega viele. So, wir haben 4 inaktive. Klar, Holzproduktion ist gut im Plus. 4-4. Die Flintproduktion könnten wir hier aber auch nochmal steigern. Da kommt nochmal eine Flint hin. Wie sieht es denn hier unten aus, wenn wir hier so ein Gebäude... 44, da kommt auch nochmal einer hin. Alles für den Schmied hier, für die Hämmer. Gut, soweit ist das schick. Ab nach Schweinfurt. Da ist ja Holz, wurde ja ohne Ende abgeliefert. Gibt es eigentlich wieder eine Holzmenge, die wir jetzt... nur 8. Nee, das lohnt sich gerade nicht. Gehen wir mal nach Schweinfurt rein. Ich finde, Torx hat sich gut verteidigt. Also, dafür, dass es im Grunde, ja, eine kleine Region ist, haben sie es gut gemacht. So, das erste Mal wieder in Schweinfurt reinschauen, nachdem wir die Holzproduktion gestoppt haben. Und auch hier könnten wir nämlich unsere Toolmaker updaten. Vielleicht brauchen wir dann auch weniger Arbeitskräfte dafür. Wir updaten zwar alle. Den Effekt werden wir heute aber nicht mehr sehen, schätze ich. So, der ist auch fertig. Der produziert jetzt 1,3 Lederkleidung. Also ein Level 2er, 1,3. Puh, 16. Idealerweise wird 16 benötigt. Boah, daher dachte ich, hätte jetzt der hier vielleicht ein bisschen... Wie viel verbraucht der? 1,3. Das heißt, Leder derzeit 1,9. Trotz unserer Schlachtbetriebe, die echt ordentlich schlachten. Das sind unsere Kühe, machen 0,5. Fleisch ist echt viel geworden. Wir müssen jetzt unbedingt die Karotten deaktivieren und wieder auf Meat stellen, sodass ein bisschen... 714, schaut euch das an. Ist im Übrigen Capital, also Hauptstadt. Wir haben 16 Inaktive, plus 10. Jetzt haben wir wieder ein Wachstum drin gerade. Auch wenn wir die Nahrung ein bisschen anpassen. Das sind viele Inaktive. Das heißt, wir könnten rein theoretisch auf das Gesetz erhöhen gehen. Wir haben unser Militär aufgestockt. Ich hätte hier oben gerne eigentlich noch eine Formation. Die... Javelins hier oben noch einstellen. Oder wie viel haben wir am Bogen? Einen nur. Nee, das geht nicht. So, jetzt haben wir hier oben noch mehr drin. Das heißt, jetzt haben wir noch 7 Inaktive. Und diese 7 Inaktiven... Oh, wie hoch geht denn jetzt der Konflikt? Bis 39. Diese 7 Inaktiven pflanzen wir jetzt in bestimmte Gebäude. Das heißt, die Lehmproduktion geht enorm hoch. Das bringen wir gleich runter. Zum Beispiel die Apfelproduktion
Die ist derzeit auf plus 10, 8. Das heißt, die 14 kriegen wir nicht hin. Das wäre natürlich das Optimum. Die müssen wir nicht immer wechseln. Genauso wie beim Fleisch auch eine plus idealerweise 8. Ach so, Supply 14. Ne, und hier 14 plus Fleisch hätten wir das auch super. Dann könnten wir es eigentlich auch angehen, dass wir noch mehr Kühe sozusagen züchten. Ja, das machen wir mal. Das ist eine gute Idee. Dann brauchen wir eine Cattle Farm. Oder kann man die schon updaten, bevor ich das jetzt mache? Nein. Dann eine Cattle Farm. Zack. Dahin. Da legen wir dann auch Felder an. Dann können wir noch ein, zwei weitere Fleischer anbauen. So. Und hier oben noch ein paar. Wie heißen sie? Äpfel. Und dann sind wir durch. Hier könnten wir eigentlich Äpfel anbauen. Ich baue jetzt den hier schon mal hin. Und in der nächsten Folge sehen wir dann, was passiert, wenn wir hier ein bisschen steigern. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, wenn wir die Produktion auslagern. Und ich wünsche euch jetzt noch alles Gute. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut. Tschüss.